Jungs und Mädels, was geht ab? In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr Mac President für einen Motorradclub werden könnt. Und dafür müssen wir uns als allererstes natürlich erstmal ein Clubhaus kaufen. Für alle, die das gerade schon haben, ihr könnt diesen Teil einfach überspringen. Ich werde das jetzt hier aber trotzdem nochmal zeigen. Wir holen als erstes unser Handy raus, gehen dann auf den Punkt Internet, hier dann auf den Punkt Finanzen und Dienste und dann auf Foreclosures Maze Bank. Ganz wichtig, nicht das untere, sondern das zweite von oben, denn hier sehen wir alle Immobilien. Bei dem unteren würde uns nur unser Bankkonto angezeigt werden, das bedeutet, dort könnten wir Geld abheben oder einzahlen und so weiter. Ja, dann gibt es hier verschiedene Clubhäuser. Hier ist zum Beispiel eins Clubhaus in Great Chaparral. Ihr könnt das Ganze aber auch nochmal weiter einteilen direkt, also dass euch nur Clubhäuser angezeigt werden, indem ihr einfach hier auf dieses rote Clubhäuser klickt, also auf diesen roten Button da. Jetzt seht ihr hier nur noch Clubhäuser. Es gibt hier viele verschiedene. An sich müsst ihr euch da wirklich kein hochwertiges kaufen. Nehmt einfach mit das günstigste. Alle, die hier dieses Premium Online Edition haben, beziehungsweise das Criminal Enterprise Starter Pack, die haben hier zum Beispiel eins direkt kostenlos dabei und sonst könnt ihr hier zum Beispiel eins kaufen. Ihr braucht wirklich auch keine Upgrades oder so, das kostet einfach alles nur mehr Geld, das ist eigentlich relativ unnötig. Ja, dann müsst ihr euch das kaufen und dann danach, sobald ihr euch eins gekauft habt, einfach dahin fahren und dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zum nächsten Schritt. Wir fahren dann jetzt hier einfach einmal da rein, da dürfte an sich nicht viel da sein, fahrt einfach mit eurem Fahrzeug in die Garage, steigt dann ab. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall einmal ins Interaktionsmenü gehen. Das funktioniert auf der Tastatur standardmäßig mit der Taste M, auf dem PlayStation Controller mit dem Touchpad und ich glaube auf dem Xbox Controller mit einer der Pfeiltasten. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Sonst habe ich auch mal ein eigenes Video dazu gemacht, wie ihr das Interaktionsmenü öffnen könnt. Guckt euch das sonst gerne mal an, wenn ihr hier jetzt nicht weiter wisst, beziehungsweise falls es bei euch nicht klappt. Ich habe das hier oben gerade mal eingeblendet. Dann gehen wir jetzt direkt hier einmal ins Interaktionsmenü und müssen dann etwas runterscrollen auf den Punkt Motorradclub. Ganz wichtig ist, dass es bei euch sein könnte, dass dieser Punkt vielleicht nicht da ist, falls ihr gerade noch ein CEO seid. Deshalb, ich mache das Ganze jetzt hier einfach nochmal, bitte nicht nachmachen. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die Leute, die gerade schon ein CEO sind. Ihr geht dann auch einfach ins Interaktionsmenü, geht dann hier auf den Punkt Secure Serve CEO, also den ersten Punkt, und klickt dann auf Zurücktreten. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr gerade kein CEO mehr seid. Jetzt steht hier zwar, du bist jetzt der CEO von Organisation, aber wenn wir kurz abwarten, genau, du bist jetzt kein CEO mehr. Dann gehen wir ins Interaktionsmenü, wie gesagt, ab jetzt könnt ihr mir wieder alles nachmachen. Wir gehen auf den Punkt Motorradclub und drücken Motorradclub gründen. Ja, jetzt steht hier, bist du sicher, dass du einen Motorradclub gründen willst? Der Passivmodus ist nicht verfügbar, solange du ein Mac President bist. Und jetzt drücken wir einmal auf Ja. Und ihr seht schon, wir sind jetzt der President von No Limits, weil das halt mein Name, glaube ich, in GTA ist oder von meiner Organisation, aber ist ja eigentlich auch egal. Jetzt könnt ihr beispielsweise auch hier auf euren Laptop zugreifen, was ihr machen müsst, um verschiedene Unternehmen oder so zu kaufen oder zu gründen. Und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video hier weiterhelfen. Falls ja, lasst mir natürlich sehr gerne ein Like da, so würdet ihr mich sehr supporten. Falls ihr weitere Fragen bezüglich GTA 5 habt, schreibt mir die natürlich gerne in die Kommentare. Dann kann ich gucken, ob ich da in den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit ein Video dazu hochladen kann. Auch wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge haben solltet, irgendwas, was euch aufgefallen ist, was ich vielleicht falsch gesagt habe, was ich bei meinen nächsten Videos besser machen sollte, einfach in die Kommentare damit. Ich freue mich darüber persönlich sehr. Dann weiß ich, was ich besser machen muss und woran es noch hakt, was ich noch nicht gut gemacht habe. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle hier auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Everything changes.